Morgen. Willst du das Video sehen? Oben! Das ist eine Katastrophe. Was denn? Hast du denn drei Auto? Guck mal, was willst du drauf haben auf deinem Boot? Ich dachte, was gibt's denn? Käse, Salami oder hier so eine Mortadella. Käse, Salami oder hier so eine Mortadella. Oh. Evil Lopita. Hier ist was ganz cooles. Mortadella. Geht los? Jo, guten Morgen. So, jetzt sind wir hier. Heute mache ich die Achse von dem Rennrad wieder fit. Die Murmeln haben wir ja hier. Eine Murmel fehlt. Das Stevens haben wir gemacht. Gestern Abend noch. Neuer Schaltzug ist drin und das ist die Aufgabe von heute und dann gleichzeitig noch ein bisschen aufräumen, weil es sieht schlimm aus hier wieder. Guckst du da? Und alle Räder mal repariert? Alles fertig? Nee, noch nicht alles fertig, aber fast. Ja. Hinten im Garten mal gucken. Die Pflanzen machen. Ah, guck, Gras kommt. Der Hibiskus! Und der Rasen. Ja, und der Hibiskus kommt. Wow. Mama wird staunen. Die Wiese kommt langsam hier. Darf ich gießen? Ne, ist gegossen. Ist gerade frisch gegossen. Das ist schon die Woche, ne? Eine Woche, aber schon seit einer Woche überall blüht. Guck mal, diese blüht auch, Papi. Eine wird noch morgen aufblühen. Siehst du die da hinten? Ja. Zwischen den zwei in der Mitte. Ja. Die wird, glaube ich, auch aufblühen jetzt bald. Die ist fast vertrocknet. Der nächste Tag ist wieder super vertrocknet. Na komm. Und dann erst sind alle Blüten da am Freitag. Das sieht schön aus. Ja, schön. Meine Katze ist in den Laden nachgekommen, ausgebüxt. Quasi. Komm her. Mal erstmal auf den Buckel nehmen. So. Die Position kennen wir ja, Arsch vorne. Mitzi, komm. Los hin. So eine verrückte Katze. So eine nette und so. Willst du wieder rein? Hm? Schmeißen wir dich wieder nach oben? Ich wünschte, sie hätte eine Babykatze. Wie viele Babys kriegen denn Katzen auf ein? Manche kriegen drei. Ich bin wieder raus. Sie will wieder raus. Na, mit der Kamera, es ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Wenn man so, Entschuldigung, die Bilder sieht, ja, ich weiß, mein Gerübse ist immer mit drauf und alles. Aber so ist das normal. Wie ein Bauer, sagt die Nachbarin. Die Ehe hier. Ich sage, nein, bin ja auch nur ein Bauer. Bin ja hier kein Schönling.
Ein YouTube-Schönling. Ein einfacher Bauer aus der Bürgerstraße. Jetzt machen wir hier einen anderen. Und klettern ihn hinterher. Toll. Hat er ein Bäuerchen gemacht? Nee, es war ein Agrarökonom, weil er studiert. Mami, ich glaube, ich will dich doch lieber hier lassen, guck mal, wie es hier rumläuft. Luki, du solltest dein Fahrrad anschließen jedes Mal, wenn du weggehst. Okay. Ich weiß gar nicht, was mit dir heute los ist. Alter, okay. Schön. Hallo. Muss sie das jetzt noch anschließen? Ja, klar muss sie es anschließen. Ich hab doch keinen. Sie hat den Schlüssel. Um Hals. Ja. Glatte Reifen. Völlig uninteressant für euch. Eventuell. Weiß ich gar nicht. Es wiederholt sich in dem Fahrradladen. Was gibt's denn an so einem Rad zu reparieren eigentlich? Grundsätzlich, häufigste Reparatur sind einfach platte Reifen. Vor allem in der Großstadt. In der Großstadt mit viel Touristenverkehr. Eine ganz schön schmierige Angelegenheit, meine lieben Leute. So. Und dennoch. Völlig eckig, das Ding. Boah, das Hinterrad ist völlig eckig. Das ist ja nichts zu löten. Was ist denn damit passiert? Um Himmels Willen, ey. Oh, ist das ein Müll? Oh Gott, ey, wie das eiert. Die ganze Arbeit, ey, ich sag dir, ich krieg das Hinterrad hier. Das krieg ich nicht hin. Das krieg ich nicht zentriert, ey. Ich hoffe, ich gebe es offen mit dem Rad. Scheiße, ja, wenn der kommt, ich weiß nicht, was ich dem sagen soll. Muss ich mal schauen. Oh, ist das Scheiß, ey. Das ist alles im Arsch, ja. Also. Oh Mann, ist das ärgerlich. Kurz was zu essen erstmal. Meine Tochter übernachtet wieder bei einer Freundin. Ei, die ist ja fast nicht zu Hause. Immer auf Party. Immer weg.
Geht früh los bei ihr. Wer? Bei dir. Wieso? Übernachten überall. Ja. Ja. Als Baby schon gar nicht. Na, Babyübernachtung, ja. In der Kita dann, ne? Mami hat sogar meine Strickjacke rein, hat meine Schwimmflügel. Wir gehen ins... Und ich nehme ein Buch mit. Ach ja, 20 Minuten 7. Ich habe hinten nochmal gewässert. Jetzt gerade. Jetzt, ich bin total unzufrieden mit diesem Rennrad von heute Morgen. Ehrlich, das kotzt mich richtig an. Ich werde ihn fragen. Entweder so oder ich baue es nochmal um. Und dann kriegt er ein komplett neues Hinterrad drin. Und dann ärgerlich. Und ich muss mir was überlegen mit den über 200 Fahrrädern hier unten. Also die da ehrlich, die müssen mal verkauft werden. Okay. Schauen wir mal. Sattelstütze. Ja, die ist jetzt gerade ja nicht an. Hast du nicht an? Hast du immer nur an? Hier, ist er an. Ja. Da. Guck, hier könnt ihr mal reingucken und winken. Ihr könnt das heute Abend sehen auf YouTube. Ja, hallo. Hallo. Aber meintest du, du hast mal erzählt, dass die auch, die war schon mal an, als sie die hier rausgetragen haben. Oder draußen, nicht? Nee, haben sie, da hat hier einer vor der Kamera direkt geklaut. Und ja. Einmal war sie an, hat sie da gestanden, so lange gefilmt, als mir oben einer hat. Ja, yeah, das meintest du mal. Ja, ich war schon, die sind alle so. Aber es, aber trotzdem nie aufgetaucht. Nee, das Rad ist natürlich nicht mehr aufgetaucht, aber. Aber man hat ja gesehen, wer es war. Welches Rad ist nicht mehr aufgetaucht? Na, hier mal ein Fahrrad, was hier draußen stand, und dann kam einer und hat es einfach nicht unter den Arm geklemmt und gehört ihm mal. Also ich würde noch weniger nehmen, deswegen. Also dann lieber da wirklich. Ja, macht er ja nicht mehr. Das ist ja Quatsch, was zu sagen. Also ich würde nicht mehr als 20 Kilo kriegen. Das ist einfach ewig was rum. Ja. Na, wann denn? Weil eigentlich kann ich meine, ich habe einen Keller hier. Nee, ich bin hier eigentlich auch froh, wenn ich habe eine Karte, die habe ich hier oben an der Decke. Ja. Ja, aber die Geschichte der Menschheit ist wirklich was sehr Uninteressantes. Tatsächlich. Das steht kaum. Ich finde die eigentlich sehr schön. Ja. Ausweis. Oder Handynummer. Euro bis 3.8. Ja. Danke. Sei so gut, Hose danke. Ab, ja? Dankeschön. Ja? Vielen Dank. Okay, alles klar. Danke. Bis dann. Geschäfte. Das ist doch scheiße. Zeig eine Karte belieben bis zum 3.8. Scheiß
sollte nur beleihen. Beleihgeschäft läuft immer am Ende des Monats, Mitte, Ende des Monats. Ja, was kriegt denn jetzt bei 20 Euro? Gibt sie mir vielleicht einen Kaffee? Aber ja, 20 Euro und einen Kaffee. Alles, wa? Aber um 8 Uhr kann man das nicht. Dann kommt meine Räder wieder. Aber ey. Ich sag dir, gehen wir mit mir nach Polen mal fahren. Und nach Hohen Butz. Ja. Ja, sagt er, naja, was muss man da machen? Bei Arena, also wenn du was machen willst, dann musst du dich dafür interessieren. Weil ich mich ja überall so für andere Leute interessiert, die man so machen will. Ja, das ist doch der Krankheit, wie die gelaufen da. Alles im Büro, die haben keine Ahnung, die wissen, wie das funktioniert. Ja. Ja. So, naja, dann muss ich Internet. Wieso Reisebüro? Was? Wieso Reisebüro? Weil die müssen auch irgendwo so eine Tagesfahrt auch anbieten können oder so. Das ist ja wohl so eine Tagesfahrt. Ich dachte, ihr fahrt so mit dem Auto, einfach mitfahren, drinsetzen, losfahren, fertig. Naja, klar gibt es auch, aber wir haben ja keinen mitfahren. Wolfgang, zögert mir eigentlich mit, weil ich war, ey, Computer, ich komme nicht weg, das ist so viel zu tun. Ist er? Wolfgang ist immer enttäuscht. Ist ja Wolfgang immer enttäuscht. Aber was ist das hier? Das ist Wolfgangs neue Karre. Wolfgang hat sie extra, einen Führerschein hat er gemacht für dich. Hat sie eine Karre gekauft. Will jetzt mit dir eine Ausfahrt machen, aber du kommst ja nicht weg. Du kriegst die Tür nicht zu. Du hast die Murmeln im Sack. Ja, da kann man nicht machen. Hast du die gekauft? Ich will, ja. Ja. Hier ist ja schon die halbe Miete. Wenn du Interesse hast, dich fragen. Wenn du Interesse hast. Ansonsten für blöde Laien ist es auch Quatsch. Ja, nee. Nicht anquatschen. Ach, für blöde Laien. Nee, der hat die schon ordentlich bezahlt. Der bezahlt die immer recht gut. Ja. Aber dafür ist er eigentlich auch ein guter Zuschauer. Das gleich mache ich jetzt auch. Ja, aber von Jan so oben, das ist gefährlich denn. So fassen, wegen der Tropfgeschwindigkeit. Weiß nicht, ist es zu viel, ist es zu wenig für so eine Maschine? Ich hab keine Ahnung. Na, wie viel hat sie denn runter? Steht da drauf oder nicht? Keine Ahnung, oder? Ja. Na, was zu machen wäre, ja nicht mehr. Er ist Kfz-Meister, der macht alles selber. 25.000 ist nicht viel. Wenn es schon die Null ist. Nee, Null ist es auf keinen Fall, so sieht die nicht aus. Die sind doch nicht mal angeglühter. Die hat wahrscheinlich mehr gestanden, als dass sie gefahren wurde. Schon 2 Jahre in dem Ding drin steht. Ein Jahr in dem Ding und dann hat er schon im Jahr davor gekauft. Einfach so lässt wie es ist und dann mal gar nichts dran war. Ja, also, ja, umgerockte, die du umbauen kannst, gibt es zuhauf. Das ist aber auch schwerer, weißt du, diese Einkauf. Manchmal besser sogar. Kein Hufschaden? Kein Hufschaden. Ja, vielleicht. Ja, auf dem Hof sind die Diebe immer ungeschützt. Ja. Aber sind die Diebe immer geschützt auf dem Hof? Und draußen klauen sie nicht so gerne. Ja. Also auf dem Hof ist immer gemütlicher für Diebe zu klauen. Jo, Feierabend. So. Was für ein Tag. Extrem langweilig war heute. Irgendwie allzu schleppend und nicht so richtig und ach und wie. Ja, dieser Auftrag, der nicht gelingen wollte, von gestern noch her. Das ist alles so nervig, wenn es dann nicht klappt, wie man will und man will immer so gut alles machen und dann, das ist einfach oll. Ich hätte ja einen Auftrag erledigt zur Zufriedenheit von Gunn, natürlich. Und zu meiner Zufriedenheit natürlich auch. Ja, das muss auch mir gefallen. Nicht
Nicht einfach nur fertig und ach, na geht schon, sondern es muss einfach auch ordentlich sein. Das ist nicht immer möglich. Jetzt habe ich einen Kompromiss gemacht. Jetzt habe ich mir komplett dieses Rennrad, geht um dieses Rennrad Hinterrad. Ja, was total verzogen, verballert ist, echt, kannst du voll vergessen, ist voll für den Arsch, ey. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Ob sie das aus dem Hochhaus geworfen haben oder irgend so ein Scheiß. Jetzt habe ich ein komplett neues Hinterrad eingebaut. Neue Zahnkranzen drauf. Neue Kette, die sich schon im anderen Fahrradladen machen lassen, aber da müssen die ja schon gemerkt haben, dass das Ding kaputt war. Ich meine, wie kann ich denn jemanden so losfahren lassen mit einem kaputten Zahnkranz hinten? Der ist doch völlig verzogen hier. Hier. Die Zähne sind doch völlig schief, oder was? Ich meine, das sehe ich doch. Oh, sehe ich das nicht? Also ich sehe das. Ja, Müll, Abfall. Ich tue mal nachdenken. So, da sind ein paar Fahrräder abgeholt worden. Das ist schon mal schön, das ist überaus positiv. Ich habe ein bisschen Platz hier und morgen ist Samstag. Wieder einmal Samstag. Und dann werden wir mal sehen, was der Samstag bringt. Hoffentlich wird er ein bisschen ertragreicher. Vermietung ein bisschen. Zack, zack, zack. Das ist gutes Wetter. Ich muss so diese zwei Wochen, die ich habe im Jahr mit guten Vermietungen ein bisschen ausnutzen. Mal schauen. Also, für heute mache ich erstmal Feierabend. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Fliegenpanorama. Haustier. Unser altes Haustier macht das so. Jetzt versucht die ganze Zeit mit der langen Kralle an das Fleisch. Start ans Fleisch. Es war schon besonders frech und hat schon so. Und dann. So. Luki Luki. Naja, ich hab zum Teil, es ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen kühler geworden. Noch nicht kalt, aber kühler. Ich bin noch nicht warm geworden. Man ist essen. Das. So, dann Tommy musst du nur von der Spiegel noch ein Messer holen. Ich hole von der Spüle noch ein Messer. Ich hole! Carsten bekommt das. Chakalakalak. Carsten bekommt das. Pinke Messer. Dankeschön, das ist genau. Die Soße ist leider ein bisschen angebrannt. Pink Panther Messer. Und die Böden, ja. Und da. Na Mensch, die ganze Familie hier. Die ganze Familie. Aber wir haben hier noch lange gesehen. Hast du gut erkannt, die Katze ist da. Wie immer. Wie geht's Leon eigentlich? Weiß ich noch nicht. Also letzte stand das von vor zwei Wochen. Ja, oh. Stimmt. Ja, auf jetzt, sollte er das nicht, aber. Er hat immer irgendeinen Schorf. Er hat immer irgendeinen Schorf. Das hast du schön gesagt. Das ist ja eine Definition für jemanden. Er hat Schorf. Und was bei dir so? Ja, Schorf. Ich hab Schorf und das ist Schorf. Schorf dick, Schorf lang? Nee, Schorf tief.